Herzlich willkommen bei The Witcher 3 Wild Hunt mit Patch 1.1.0. Und ich habe das Inventar geöffnet gehabt auf eine große erhoffte Neuerung, weil ich das irgendwo gelesen habe, dass die Menüstruktur hier irgendwie verbessert werden würde. Aber dem ist nicht so. Was mir gerade auffällt, die Runen sehen ein bisschen anders aus, die ganz großen. Aber ansonsten ist mir jetzt so gar nichts aufgefallen. Hier Spielerwerte. Gesamtspielzeit 15 Tage. Gott, ist das viel. Ja, und sonst steht auch nicht so viel Neues. Und was Änderungen angeht, ich habe mir die PDF mal angeguckt. Das waren irgendwie 8 oder 9 A4 Seiten Änderungen. Aber da hat sich dann doch irgendwie nicht so viel offensichtlich getan für mich jetzt. Also nicht offensichtlich. Ich lass mich überraschen, ob da noch großartig neue Sachen bei sind, die mir dann irgendwie so mit der Zeit jetzt auffallen. Ich bin ja mal gespannt, sonst könnt ihr mir schreiben, einfach was für euch so die überraschendste Neuerung war oder die positivste für euch oder eine, die wirklich alles verändert. Auf jeden Fall können wir hier Rotes Muttergehen machen. Aber das war's dann, glaube ich, auch schon. Genau. Bei großes Rotes fehlt uns noch. 1, 2, 1. Auch schade, ja. Hier halt die ganzen Sachen zum Herstellen. Oh, hier können wir noch ein bisschen Maribora irgendwas. Erhöht die Zeichenintensität. Verbesserter Vollmond. Verbesserter weißer Honig. Überlegene Katze, da fehlt uns hier wieder weiße Möwe. Überlegener Donner, fehlt uns auch weiße Möwe. Vielleicht haben wir ja noch Zeug, um weiße Möwe einmal herzustellen. Oder zweimal. Dazu habe ich ein Video gemacht, wo man weiße Möwe findet, beziehungsweise die Zutaten dafür. Das war gar nicht so einfach. Ah, ich kann nur noch eine machen, dann werden wir den Donner nochmal verbessern. Ist mir der Nektar ausgegangen, dieser Kirsch und Nektar. Überlegender Vollmond. Nimm mir den Donner. Der Ramba zambert dann aber auch los hier. Gewährt 100% Chance auf kritische Treffer beim Stürmen. Mhm. Aber lässt das mit dem Schaden weg, oder wie muss ich das jetzt verstehen? Ich glaube, der normale Donner haben wir den noch jetzt? Nee, hat er auch wieder rausgeworfen. Toll. Ich sehe den hier gar nicht. Hier ist die Schwalbe, die verbesserte. Achso, weil wir es angelegt haben, ist es dann da rechts drüben. Okay. Aber mir fehlt trotzdem der grüne Trank hier. Ha. Ist mir jetzt auch Wurst. Haben wir jetzt verbessert, ist das halt so. Okay. Mit ihm wollten wir Gwyn spielen. Was willst du noch? Ich hab dir schon alles beigebracht. Spielen wir Gwyn. Gwyn? Jemals gespielt? Falls du wissen willst, ob ich mit dir spielen möchte, ist die Antwort einfach. Nein. Warum denn? Du hast Angst zu verlieren. Angst zu verlieren? Kann ich verstehen. Na schön. Raus mit deinen Karten. Wenn du gewinnst, kriegst du mein Prunkstück. Lass dein Schniedel mal da, wo er ist. Beginnen wir. Kaiserlich Nilfgaard. Die ist gut. Ich
Keira Metz können wir, glaube ich, ablegen. Meine Stimmen regen dann auch. Philippa Eilhardt, noch mit Augen. Gut, wir haben Katapulte und Wiederbelebung. Ja, sehr schön. Spielen wir mit Katapulten heute erstmal. Jetzt holt er seine Karte zurück. Nee, den Bogenschützen spiele ich nicht aus. Noch nicht. Jetzt kann er nur verlieren. Lege ich ihn die noch dahin? Ja. Ich habe wieder ein volles Blatt. Und er nur noch ein Leben. Beginnen wir mal klein. Ein Geralt. Ich habe eine Philippa. Eine Triss. Oh, mit dieser Feuerregenaktion. Bogenschütze ist jetzt nicht so wild. Haben wir auch noch einen von. Ist jetzt auch nicht so die Bedrohung. Machen wir mal schön langsam. Was kommt jetzt noch? Zwei Stück hat er noch. So, dann holen wir hier das große Katapult nochmal wieder. Dann passe ich die Runde. Weil ich glaube, er kann in der nächsten Runde nicht spielen, was Cyrilla besiegt. Das kann er einfach nicht. Gar nicht so schlecht. So, ich würde sagen, wir haben gewonnen. Ja. Das bringt hier jetzt auch nicht mehr. Geralt und Freunde. Du hast gewonnen. Ich glaube, du solltest Lugos den Irren herausfordern. Ich möchte wissen, ob er mit dir um seinen Katakan spielt. Ich glaube, den haben wir schon. Ah, nee, doch nicht. Lugos der Irre wird unser nächster Spielkamerad sein, was Quint angeht. So, ich glaube, da oben war irgendwo die Schnell. Ja, da links sehen wir es ja schon auf der Karte. Das Schildchen. Steinchen. Lugos der Irre. Das ist noch ein nicht erkundete Örtchen hier in der Nähe. Oh, das ist neu. Das finde ich gut. Dieses Pünktchen da. Oh, wir waren auch noch gar nicht in seinem Heimreich da unten. Da haben wir auch noch ein Anschlagbrett. Ein Brettchen mit Missionchen.
gucken wir uns an, das Ganze. Muss eine lange Reise sein. Suche in zerstörten Monsternestern nach Runensteinen und seltenen Handwerkzutaten. Mache ich immer. Das nennst du laufen? Ich stopfe immer direkt meine Hand rein. Dass du kein Maulheld bist. So. Rumtreiber. Ja, nicht ganz. Hexer, bitte. Mama, was kochst du da? Eigentlich wollte ich dich überraschen, aber wenn du schon fragst. Yummy. Meine Lieblingssuppe. So, was ist denn hier eine Mission? Auftrag. Das gestohlene Horn. Ich, Holger Schwarzhand, gebe hiermit Folgendes bekannt. Die Krieger, die bei der Schlacht von Sodom Schande über sich und ihre Familien gebracht haben, haben gezeigt, dass meine Bestrafung noch viel zu gering war. Bevor sie Anskellig verlassen haben, stahlen sie mir aus meiner Halle das Horn meiner Ahnen. Ich habe die Aufgabe, es zurückzuholen. Mein Vogt Matthias anvertraut. Wer ihnen das Horn bringt, wird meine Großzügigkeit erfahren. Wer dem feigen Dieben hilft, wird meinen Zorn zu schmecken bekommen. Ich glaube, wir haben das Horn schon. Das ist bestimmt das Horn, was die Harpien vom Himmel holt. Oder die Sirenen, eins von beiden. Eins von beiden. Genau. Und in dem Update, das so groß war, was jetzt kam, das 1.10, hat auch irgendwie haufenweise neue Sprachdialoge und Möglichkeiten für Unterhaltung, auch mit unseren Hauptcharakteren und Freundinnen. Da ist das schade, dass wir schon so weit fortgeschritten sind. Wache des Clans Drumott. Die Priesterinnen sind furchtbar sauer auf dich. Ja, kann sein. Toll, diese Schwerte. Hallo Wachhunde, hallo Schläger. So. Lugos. Hallo Lugos, du Irrer. Geh zu deinem Freund Krach, wenn du reden willst. Zwei Clans auf einer Insel. Ist es nicht schwer, Nachbarn zu sein in solcher Nähe? Ein Nachbar ist jemand, der in der Nähe wohnt. Nicht jemand, der dir die halbe Heimat gestohlen hat. Die Ankret haben unser Land besetzt. In den Tagen von Harald dem Krüppel. Vor 3 Jahrhunderten. Das ändert nichts daran, dass sie kein Recht dazu hatten. Ich werde Arzkellig von Krach und seiner Brut befreien. Reine Neugier. Warum nennt man dich den Irren? Warum? Ja, alles klar. Gwind, kennst du das Spiel? Scheißen Möwen von Klippen? Zeig mal dein Blatt. Wir spielen um meinen Katakan. Spielen wir. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ein kleiner Mann. Aha, mysteriöser Elf ist... Dingsbums hier. Lege diese Karte auf den Schlachtfeld deines Gegners. Sie wird auf der... Hat keinen Angriffswert, zieht nur 2 Karten. Ist jetzt nicht so der Bringer. Aber hätten wir eigentlich mal mit einem von den anderen tauschen können. Strömende Regentürme weg. Den Nebel. Naja, 2 Hörner. Ist okay, kann ich mitleben. Ja, so Rache. Mein Gegner passt also. Toll. So, die Runde geht dann mal an mich. Wer bist du denn?
Ah, Johann Natalis. Ah, die Gegner dürfen ja immer ihr Viech auf Hand behalten. So, fangen wir mal klein an. Mal gucken, was er so bringt. Ja. Nur einen von der Hand. So, den nächsten. Und den nächsten Vampir. Zwei von der Hand, sehr gut. Gut. Ich glaube, dann sollten wir hier aufhören an der Stelle. Wir lassen ihn die Runde gewinnen. So, den Neckar behält er also. So, dann kann ich deren Stärke trotzdem noch auf 2 runterdrücken. Na, du. Du Gegner, du. Ernsthaft. Gut. Gruftweib. Bogenschützen haben wir keine mehr, dann nebeln wir ihn mal ein. Dann hätten wir gewonnen, würde ich sagen. Wir hauen trotzdem nochmal alles raus, was wir so können. So. Und gewonnen. In der letzten Runde hat er 66 Angriff. Ich würde dich gern aufschlitzen, aber dann heißt es, Lugos wäre noch irrer. Nimm den Katakan und verschwinde. Vielen Dank. Ich glaube, die Mission haben wir damit. Vampir, Katakan. Der Gefallen, den Herren. Oh, Emir was Emris. Gewinnt auf Skellige abgeschlossen. Sehr schön, aber dann schauen wir uns nochmal die andere Mission an, die wir hier gekriegt haben mit dem Horn. Fliegende Fäuste haben wir auch noch. Hohe Einsätze, Spiele, Sammel, schwarze Perle. Familienklinge. Such den Obelisken nach. Such beim Obelisken. Letzte Nacht war. So, das Horn. Mhm. Dann reisen wir da mal hin und holen uns da in der Gegend mal so, was wir da so finden, tun halt. So, hier haben wir noch das andere Anschlagsbrett. Das Phantom von Eldberg. Wer bis hierhin gekommen ist, der kann offenbar lesen und soll bitte weiterlesen. Auf Erkberg ist eine Erscheinung aufgetaucht, die ganze Insel im Nebel umhüllt. Und das Licht im Leuchtturm hat verlöschen lassen. Wer Angst hat, gegen Geister zu kämpfen, der halte sich fern von Elberg, der nicht zu Gold oder Ruhm, sondern nur zum Tode kommen wird. Wer aber solche Phantome schon entgegengetreten ist, der soll wissen, dass ich Jorun von Arimjör ihm mein ganz
eigenes Gold zahlen werde, wenn er den Geist von Territorium unseres Clans vertreibt. Ja, lass ihn mehr hängen. So. Das haben wir auch angenommen. Hallo, süßer Hund. Und dann laufen wir mal gen Norden. Nein. Ja. Hier sind irgendwie 1, 2, 3 Schiffe zerschellt. Das da hinten ist bestimmt der Leuchtturm für die andere Mission. So, da hüpfen wir mal hier aufs Bötchen. Segeln da hoch. Und erfreuen uns unseres Lebens. Hui. Ertrink, Sirene. Ich glaube, das funktioniert nicht. Oh, was haben wir da Großes? Ein Baum? Ein Baum, okay. Das Rote hat mich ein bisschen irritiert, aber es ist auch wieder ein Schiffswrack. Okay, da ist es wohl doch nicht das Horn, was wir gefunden haben. Finde das gestohlene Horn. Skelliger. Ich kriege seine Schwerter. Und er hat euch seine Rüstung. Seine Geistliche sollte ich aufspielen. Nicht gut. Auge um Auge. Na, du willst auch nochmal? Gut. Langschwert aus Gellige. Und Fug aus Gellige. Unterhosen aus Gellige. Bringen das gestohlene Horn zurück. Was haben wir da drüben noch? Da steht ja noch jemand. Das gucken wir uns mal genauer an, aber wir gucken uns die andere Quest auch nochmal an. Ach, da hätten wir erst mit dem Auftraggeber sprechen müssen. Gut, dann bringen wir doch erstmal das Horn. Müssen wir, glaube ich, ein bisschen weiter zurückbringen, oder? Ach, da war die Quest doch. Nebenquest. Ein wertvolles Horn. Ja, das müssen wir super weit zurückbringen. Ja, dann werden wir erstmal zu der anderen Mission gehen in der morgigen Folge. Ich werde schon mal zurücklaufen und wir sehen uns dann morgen beim Questgeber für diesen duften Hexerauftrag der Stufe 17. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder und die Folge heute hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet und wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin, alles, alles Gute und haut rein. Ciao.